Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Heute zeige ich wieder ein tolles Stampin' Up Set. Ja, unsere Bastelsets gibt es mit und ohne Stempel. Ich bin mal gespannt, was mich jetzt erwartet. Unsere Sets kommen wunderschön in diesem Karton. Die kann man wieder bekleben und auch als Geschenkverpackung benutzen. Wundert euch nicht, wir wohnen an einer Hauptstraße. Permanent hört man Autos, Feuerwehr, was auch immer. Aber lasst euch nicht stören, ich zeige euch jetzt dieses Set. Und zwar heißt dieses Set, ich habe es schon ausgepackt, aber noch nicht verbastelt. Und zwar maskuline Grüße. Was erwartet uns da? Ich denke mal, das sind dann so Kärtchen, die man mal dem Papa schenken kann oder was auch immer für Männer. Lassen wir uns überraschen. Was haben wir dabei? Wir haben hier wieder einen Acrylblock dabei. Ihr wisst ja, ich nehme einen, den ich schon benutzt habe. Aber einen Acrylblock haben wir dabei. Dann haben wir hier ein Stampin'-Spot, also ein Mini-Stempelkissen mit der Farbe Waldmoos. Das werde ich heute tatsächlich benutzen, denn ich habe es nicht als normales Stempelkissen da. Dann haben wir Dimensionals dabei. Das sind so 3D-Klebepunkte. Die haben hier so Schaumstoff, dann kommt am Motiv ein entgegen. Vielleicht werden wir das auch benutzen, schauen wir mal. Wenn ihr schon mein Video gesehen habt, dann wisst ihr ja schon, oder du weißt ja schon, dass ich immer ein Projekt aus so einem Set bastel, damit man mal so einen Eindruck bekommt. Dann haben wir hier, hier haben wir aber wirklich viele Stempelchen dabei. Ne? Hier so, ich glaube, Sonnenstrahlen, dann haben wir verschiedene Sprüche. Also wir haben einmal das Wort zum, dann haben wir für dich, dann Hochzeitstag, Vatertag, vielen Dank, Geburtstag, lieber, dann Chef, wenn ihr mal eurem Chef verschenken wollt. Dann Papa, Neffe, Bruder oder hab dich lieb, Opa, Onkel, Sohn, Enkel und für alles. Also da sind wirklich gar nicht mal so wenig Stempel dabei. Dann haben wir hier ein paar kleine Mini-Kärtchen. Die kann man zum Beispiel zum Geschenk dazu hängen. Ne, das kennt man ja, dass man so kleine Zettelchen dazu macht. Und das Tolle an den Sets oder allgemein Stampin' Up, wenn ihr so eine Karte bastelt, ist, wirkt mega, wenn man was selbst gemacht hat. Also ich muss sagen, die Freude ist schon ein bisschen anders, als wenn man einfach so eine 50-Cent-Karte, die man so in der Drogerie gekauft hat. Die haben zwar auch die Berechtigung, keine Frage. Aber hier, gerade mit den Sets, könnt ihr ganz schnell, gerade für die, die wenig Zeit haben, mal was zusammenbasteln. Und es wird immer noch persönlicher als so gekauft. Also wir haben hier so Mini-Kärtchen dabei. Das sind 1, 2, 3, 4, 5 Stück. Vielleicht auch 6, gucken wir mal. Dann haben wir hier größere Umschläge. Also das heißt, man kann auch größere Karten lassen. Guck mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Große Umschläge, das heißt, wir können auch größere Karten basteln, 9 Stück. Dann haben wir hier so vorgestanzte und gedruckte Elemente dabei. Das sind auch ein paar. Manchmal bleibt auch immer ein bisschen was übrig, wenn man was bastelt. Das kann man aufheben für ein neues Projekt verbasteln. Dann haben wir hier noch so Schilder, die man, ich denke mal, dass die zum Bestempeln sind. Oh, guck mal, schöne Wappen. Da kann man was Tolles draus machen. Dann haben wir hier Kartenrohlinge. Ich denke mal, das sind exakt 9 Stück. Das eine geht so ein bisschen Richtung Creme, also so ein dunkleres Weiß. Dann haben wir so ein helleres Weiß. Oder sind die nur falsch rum? Nee, tatsächlich war falsch rum. Also so ein dunkleres Weiß, leicht grau würde ich sagen. Und innen halt weiß zum Beschriften. Auch hier sieht man, was ist außen, was ist innen. Hier, das ist die Talfalz, die muss immer nach außen. Und hier der kleine Hubbel, ich hoffe, das sieht man gut. Das ist dann die Bergpfalz, die kommt nach innen. Das sind also die Kartenrohlinge. Dann haben wir hier nochmal so tolle vorgefertigte Schildchen. Und hier haben wir, das ist aber auch interessant. Schau mal. Das sind so Waldelemente. Seht ihr das so ein bisschen, wo es so durchscheint? Das ist ganz fein. Ich vermute mal mit dem Laser rausgeschnitten. Coole Elemente. Dann haben wir hier natürlich wieder was zum Kleben dabei. So Klebepünktchen. Also das heißt, bei diesem Set braucht ihr auch keine Kleber zu kaufen. Und was ich immer in diesen Sets toll finde, denn gerade wenn man anfängt oder man hat noch nicht so das Auge für so was Kreatives, was passt wie zusammen, haben wir hier eine Anleitung. Und wenn ihr das schon kennt, wisst ihr Bescheid, was jetzt kommt. Ich bastel jetzt das erste Projekt. Hier haben wir schon mal so was drin ist, angedeutet. Und hier drin habt ihr die Anleitung. So, was haben wir? Wir machen die Anleitung Nummer 1.
Irgendwie mache ich immer die 1. Vielleicht mache ich auch heute noch was. Heute mache ich mal was anderes. Statt Anleitung Nummer 1 mache ich die Anleitung Nummer 2. Ja, ich mache die Nummer 2. Machen wir mal was anderes. Einfach mal frei raus. Und hier haben wir 2 Vorschläge. Das heißt, da kann man schon mal gucken, was für Material brauche ich. Wir haben hier, nehmen wir die Nummer 2. Was brauchen wir für die Nummer 2? Wir brauchen hier so ein Weilstückchen. Oh, dann sehen wir gleich mal, wie das wirkt. Hier ist so ein Weilstück. Ich löse mir immer als allererstes wirklich die Sachen raus und richte mir, was ich brauche. Wir brauchen den Acrylblock, sehe ich, den Stempel. So, oh, da muss man ein bisschen vorsichtig auslösen, aber das geht an sich doch relativ gut. So, ich zeige euch das gleich nochmal, wenn ich es ausgelöst habe, das Teil. So. Es gibt auch Sets, da sind kleine Verpackungssachen dabei, so kleine Schächtelchen, die man basteln kann. Ihr müsst immer gucken, die Sets variieren immer wieder. Das heißt, sie sind limitiert. Das heißt, man hat ein Set gekauft. Ja, irgendwann gibt es mal wieder ein neues Set, wenn es ausverkauft ist. Also einmal hier das Waldstückchen da mit den tollen Tannenbäumchen. Haben wir. Dann brauchen wir so ein Schildelement. So. Haben wir. Dann brauchen wir eine Grundkarte. Haben wir. So. Dann brauchen wir hier, wo wahrscheinlich unser Text drauf geht, hier so ein eckiges Schildchen. Und solche Sets eignen sich für Menschen, die ja, die nicht viel Zeit haben oder gerade mal anfangen wollen oder ausprobieren wollen. Ist denn das Basteln was für mich? Macht mir das überhaupt Spaß? Und da kann man wirklich für relativ kleines Geld das alles mal ausprobieren. So, dann brauchen wir hier. Interessant, tatsächlich einen so einen ganzen Bogen. Das ist interessant, da wird mit verschiedenen Ebenen gearbeitet. Und da bin ich mal gespannt, wie das wird. Also, ich bastel das wirklich jetzt das allererste Mal, dann auch noch als Video. Also wenn was schief geht, sorry, aber gerade ausgepackt und wird gleich ausprobiert und gleich gefilmt. Und so seht ihr gleich wirklich, wie einfach ist das. Ne? Also ich habe es jetzt nicht vorbereitet oder mal vorher angebastelt und geguckt, passt das wie und was. So, das ist Müll, das kann gleich weg. So, dann bereite ich mit leichter Stempelkissen vor. Die sind ein bisschen tricky zum Aufmachen. Also da muss man wirklich gucken, dass man es wirklich gut geöffnet kriegt. Aber alles ist möglich. Wenn das das erste Video ist, was ihr jetzt von mir seht, ich gebe euch gleich noch mal ein paar Tipps, was ich noch zu so einem Set empfehlen würde, gerade zum Anfang. Also so sehen diese kleinen Spots aus. Wenn man die verwendet, zeige ich gleich. So, dann brauchen wir die Klebepunkte. Haben wir. Dann brauchen wir Stempel. Was machen wir? Da haben wir. Also hier sind jetzt so 3. Ich würde sagen, vielen Dank. Dann für alles. Vielen Dank für alles. Machen wir drauf. Ja, so. Ich hoffe, dass das nachher passt. Die Stempel sind immer mit 2 Folien, die dünnere Folie abziehen. Und dann, wo haben wir das? Ich habe es doch gerade hier gesehen. So, hier, vielen Dank. Und dann.
Na? Ah, hier. Vielen Dank für alles. So, die Schutzfolie wieder oben drauf. So, dann habe ich schon mal alles gerichtet. Die Dimensionals auch noch dahin. So, ich falte mir das wieder hin, dass ich da gleich loslegen kann. Und was ich euch jetzt Tipp geben, wenn ihr euch jetzt sagt, okay, ihr bestellt euch so ein Set. Ja, dann. Ah ja, und den Umschlag brauchen wir natürlich auch noch hier. Der gehört dazu. So, als Tipp. So einen Acrylblock zum Stempeln habt ihr dabei, aber die Stempel müssen ja auch irgendwie gereinigt werden. Ne? Also auf den Acrylblock kommt der Stempel drauf, das seht ihr gleich, wenn es losgeht. Aber Stempel müssen gereinigt werden, klar, wenn da die Stempelfarbe drauf ist. Ihr habt zwei Möglichkeiten. Gerade am Anfang, wenn ihr sagt, ihr wollt jetzt noch nicht so viel Geld investieren, weil ihr erstmal gucken wollt, wie das funktioniert, könnt ihr die Stempel unter klarem Wasser auswaschen und vorsichtig mit einem fusselfreien Tuch abtupfen. Oder wenn ihr sagt, oh nee, das ist mir jetzt zu viel und nee, also da irgendwie abtupfen und nee, will ich nicht. Dann empfehle ich euch tatsächlich hier so ein Stempelreinigungskästchen. Ich habe mir Punkte drauf gemacht, da weiß ich, auf der Seite kommt der Stempelreiniger drauf, auf der anderen Seite, das bleibt trocken. Das heißt, auf der einen Seite macht man Stempelreiniger drauf, geht drüber, zeige ich euch gleich und mit dem anderen macht man den Stempel wieder trocken. Oben sind so kleine Bildchen, da sind so Tropfen, auf der anderen Seite eine Sonne. Und zwischendurch könnt ihr diese Teppicheinlagen, ich sag jetzt mal Teppich, mit klarem Wasser auswaschen, durchtrocknen lassen und wieder verwenden, wenn die nicht mehr so gut reinigen. Aber wir fangen jetzt einfach mal an. Achso, nee, Zubehör, was ich euch noch empfehlen kann, ist eine Papierschere von Stampin' Up. Dann unseren Aufhebhelfer, der kommt gleich auch noch zum Einsatz. Und hier ist so ein Falzbein. Ich nenne es Falzbein, das heißt aber, glaube ich, bei Stampin' Up Papierfalter ist auch wurscht. Hauptsache, es macht das, was es machen soll. Also, das sind so Add-ons, die ich sagen würde, sollte man daheim haben. Gerade der Aufhebhelfer hat viele Funktionen. Der hat hier auf der einen Seite so eine Palette. Damit hebe ich mir so Klebepunkte ab oder auch die Trägerfolie, dass es klebt. Und auf der anderen Seite haben wir hier so einen kleinen Piekser. Damit kann man ein paar Sachen machen. Aber das seht ihr gleich im Einsatz. Ach ja, und hier habt ihr noch eine Spitze, da ist so eine Knetmasse drin, was ein bisschen klebt. Damit kann man wirklich kleine Mini-Elemente aufheben und bekleben und. Das seht ihr bestimmt auch schon in einem oder anderen Video. So, aber nun wollen wir starten. Wir haben hier Variante Nummer 2 gewählt, was wir basteln wollen. So, ich falte mir das mal so ein bisschen. Und wie schon mehrfach erwähnt, ne, ich bastel das jetzt zum ersten Mal. Ich habe das Set nicht vorgebastelt. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist vorher ausgepackt, damit ich da nicht Minuten brauche hier, wie ihr seht, wie ich die Folie wegmache und so. Wirklich nur so ausgepackt. Und schaut mal hier in den Umschlag. Hier ist so eine Holzmaserung eingedruckt. Ist das nicht? Ich finde das schon mal toll. Ich muss allerdings auch noch dazu gestehen, wo ich das im Katalog gesehen habe, online im Online-Shop, weil im Katalog sind die Sets nicht. Habe ich erstmal gedacht so, naja, ich weiß nicht. Aber wenn ich das jetzt so, das Material hier so sehe, denke ich, cool. Ich sehe jetzt gerade, die wollen, dass man da 3 Stempel drauf macht. Jetzt muss ich mal gucken, was könnte da passen. Genau, wir machen was anderes. Statt vielen Dank für alles, ich will jetzt schon so ein bisschen gucken, dass ich nach der Anleitung gehen kann. Und zwar machen wir ein für dich. Dann machen wir ein zum. Und dann machen wir zum Geburtstag. Zum Geburtstag für dich. Das passt eigentlich. So. Machen wir das so. Dann haben wir da 3 Stempel. Dann haben wir es wirklich so, wie es da sein soll.
Dann steht jetzt Happy Anniversary to you. Ist halt auf Englisch, aber egal. Wir haben jetzt drei Stempel, die wir stempeln können. Und los geht's. Also, wir starten hier tatsächlich mit diesen Ebenen. Da bin ich mal gespannt. Also, wir haben... Das müssten so verschiedene anscheinend sein. So. Aha. Okay. Auf diesen Ebenen, also seht ihr jetzt hier in der Anleitung, ich hoffe, ihr könnt das gut sehen, kommen jeweils vier von diesen Klebepunkten hin. Und das finde ich auch toll bei den Anleitungen. Es steht wirklich, wo soll was ungefähr geklebt sein. Also, das heißt, wir kleben uns jetzt, drehen uns diese Ebenen jetzt mal um. Dann sehen wir uns das Weiße an, denn wenn ihr es auf das Bunte klebt, habt ihr das Problem, dass ihr nachher das Bunte aufklebt und dann habt ihr alles nur weiß und dann ist vom ganzen tollen Effekt nichts mehr da. So. Also, dann schauen wir doch mal. Und zwar haben wir hier diese Elemente. Da kommen jetzt überall vier von diesen Klebepünktchen drauf. Und jetzt kommt hier mein Helfer zum Einsatz. Und zwar fahre ich dann hier so ein bisschen drunter und hebe mir die vorsichtig ab. So. Und klebe die dann auf. So, vier Stück. Immer jeweils in den Ecken. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Hier habe ich jetzt einen geklebt. Wenn ihr Sachen nicht seht, schreibt mich an oder kommentiert, dann gucke ich, dass ich irgendwas für die Zukunft anders mache. Denn ich bin immer noch so ein bisschen im Versuchsmodus. Und gucke, dass ich auch meine Videos von der Qualität her noch verbessern und optimieren kann. Optimieren kann man ja immer. Ne? Das ist, wo ich mit dem Basteln angefangen habe, ihr glaubt gar nicht. Wenn ich euch sage, wie meine erste Karte aussah, ich war happy. Aber im Nachhinein, jetzt denke ich so, oh, da hätte man noch den und den Effekt vielleicht reinbringen können. Und ja, man ändert immer. Aber das sage ich euch ja immer wieder. Also die mich jetzt schon, die schon das ein oder andere gesehen haben, wissen, ja, der Flo, der erzählt das immer wieder. Was man nicht alles verbessern und optimieren kann. Ja, das, man kommt irgendwann rein. Ich hätte auch am Anfang nie gedacht, dass das was für mich wäre. Aber ich brauchte irgendwie mal was anderes von meinem Alltag. Ne? Also... irgendwie etwas komplett anderes. Man kann nicht immer nur Fernsehen gucken. Und bei diesem Hobby, man tut etwas, verschenkt das dann und die Freude. Am Anfang gebe ich zu, es tut ein bisschen weh, wenn man seine gebastelten Projekte weitergibt. Aber wenn man sieht, wie die Leute sich freuen. Eine Freundin zum Beispiel, die sammelt die Karten mittlerweile, die ich ihr dann schenke. Die sagt, oh, das hebt sich alles auf, weil sie findet das so toll. Also, das hört man dann gerne. Ne? Wenn das gewertschätzt wird, so, hey, das, man weiß, selbstgemacht ist nichts. Irgendwie 0815 mal eben gekauft für einen Euro aus dem Drogeriemarkt. Oder Tankstelle, egal wo. Auf jeden Fall halt, es ist was Besonderes. Und jede einzelne Karte ist dann wirklich ein Unikat. Es kann immer mal was anderes passieren. Man verklebt sich, was auch immer, oder stempelt nicht ganz immer hundertprozentig die gleiche Position. Egal was. Es ist immer ein Unikat. Und das ist das Besondere dabei, wenn man das selber macht. Und man wünscht sich auch immer, wenn man das per Post verschickt, am liebsten wäre man gern dabei, um den Ausdruck zu sehen. Ne? Wenn das auspackt, also ich finde das immer, wenn ihr sowas nachbastelt, schickt mir gerne mal die Fotos dann, wenn ihr euch das kauft und was nachgebastelt habt. Vielleicht habt ihr auch eine Abwandlung schon selber drauf. Vielleicht habt ihr, wie auch immer, ich freue mich sehr. So, jetzt haben wir diese Ebenen gebastelt. Und jetzt geht es los mit der Basiskarte. So, die falte ich mir jetzt hier. So, und jetzt wegen dem Kleben. Jetzt kommt hier mein Falzbein. Ich falze das schon mal fest. So. Das erleichtert mir das Aufkleben dann, weil ich weiß dann immer, aha, so mache ich die Karte auf. Also, so muss ich kleben. Und als erstes kommt
die größere Ebene. Das heißt, als erstes kommt hier, glaube ich, dann das helle. So. Das kommt jetzt dann hier so drauf. Aha. So. Gucken wir mal. So, und jetzt kommt mein Aufhebhelfer. Jetzt versuche ich immer erst mit der Palette hier oben diese Trägerfolie abzunehmen. Von den Klebepunkten. Das klappt auch ausnahmsweise mal auf Anhieb ganz gut. Oder auch nicht. Es kommt davon, wenn man sich zu früh freut. So. Aber das wird schon. Viele Sachen sind tricky, aber man kommt da irgendwann rein. Glaub mir. Also einfacher geht's nicht. So. Oh. So, die Klebepünktchen. Ihr könnt natürlich auch mit einem Flüssigkleber kleben. Das empfehle ich euch aber wirklich, wenn ihr schon ein paar Sachen gebastelt habt und ihr wisst, wie man den dosiert, weil wenn man zu viel von dem Tombow-Kleber von Stampin' Up nutzt, wird es eine Schmiererei. Auch ich habe ein bisschen gebraucht am Anfang, mich da ein bisschen rein zu gewöhnen. Man ist manchmal gewohnt, einfach viel, aber in dem Fall ist es nicht so. So, jetzt positioniere ich mir das mal hier so ein bisschen. Und klebt das fest. So. Schon haben wir die erste Ebene. Jetzt kommt die zweite Ebene. Dann muss ich hier wieder. So. Ich bin jetzt mal gespannt, wie das mit der dritten Ebene wird, dieser Balken. Ob ich den so Freestyle-mäßig irgendwie anpassen muss, damit es passt. Oder ob ich den auch von unten anlegen kann an der Kante. Aber es sieht fast so aus, als würde das nicht so einfach gehen. Aber wir gucken mal. Wir lassen uns einfach überraschen. So, also. Das wird hier auch Kante auf Kante gelegt. Zumindest versuche ich das. Ist ein bisschen schwierig, weil über meine Birne hängt halt die Kamera. So. Das sieht ja schon mal schön nach einem Gebirge aus. Also das ist schon mal ganz leicht gemacht. So, jetzt gucken wir mal. Wenn ich das tatsächlich, das könnte ich tatsächlich so. Schauen wir doch mal. Also, und jetzt kommt hier so ein bisschen so, das könnte Wasser sein. Wasser angedeutet, so von einem See. Himmel macht ja nicht wirklich Sinn gerade. So. Na. So. Also. Stempeln tun wir ja auch noch gleich. Da einen kleinen Moment. Da hat es gleich gerumst. Aber was ich auch wirklich toll finde, die Anleitungen sind echt gut gemacht. Ne? Ich habe jetzt schon das ein oder andere Set ja gebastelt. Das wisst ihr ja, wenn ihr die Videos verfolgt, die ich mache. So, jetzt kommt die Ebene. So. Und es ist einfach. Deswegen zeige ich euch wirklich aus der Anleitung heraus das Nachbasteln, damit ihr wirklich seht, wow, das kann man machen. Ihr könnt natürlich irgendwann mehrere Sets dann bestellen. Dann nehmt ihr nicht nur von einer Sorte 1, sondern 3, 4 und dann habt ihr Basiskanten für andere Sachen oder könnt andere Sachen gestalten. Der Kreativität ist da keine Grenzen gesetzt. Aber wie gesagt, es geht jetzt hier in dem Video wirklich darum, dass ihr mal so seht, aha, mit so einem Set, das kann ich daraus machen. So sieht das dann ungefähr aus. Auch hier, klar, Video oder Foto ist immer noch mal was anderes, als wenn man es wirklich dann live vor sich hat. Aber glaub mir, es wird echt cool. Und man ist wirklich stolz drauf, wenn man das erst gemacht hat. Auch wenn es nach einer Anleitung ist oder wenn die Sachen vorgedruckt sind. Man ist bei diesem Projekt, egal wie, immer ein bisschen stolz. Zumindest bin ich das. Es ist dann doch irgendwie manchmal wie so ein Baby, ne? Was man da so fabriziert. Ja? Man macht was mit seinen Händen. Ich könnte auch mal gucken bei anderen Kollegen. Die haben schon Projekte gemacht und Anleitung für Sachen ohne Sets. Kommt bei mir auch noch. Guckt einfach vorbei auf meinem Kanal, abonnieren und dann werden wir sehen. So, jetzt machen wir hier die schönen Tannenbäumchen drauf. Das ist jetzt die letzte Ebene. Und ich muss sagen, mega, oder?
Weil, seht ihr das? Sieht das nicht cool aus? Also wirklich verschiedene Schichten drauf und dann hat man schon so eine tolle Kulisse. Also, wow. Ich finde, das hat was richtig Cooles. Leute, das hat was richtig Cooles. Also, so, dann kann man hier aufmachen, hier kann man es beschriften. Das ist eine richtig schöne Karte. Also, ich habe schon eine Idee, wer die sogar kriegen könnte. Auch wenn ich noch nicht sicher bin. Aber ich habe schon so eine Idee, für wen die wird. So, jetzt haben wir das fertig gemacht. Die Ebene haben wir gemacht. Jetzt geht's ans Stempeln. Ne? Also, wir haben jetzt hier das erste Bild abgearbeitet. Jetzt geht's hier weiter. Jetzt brauchen wir das Stempelkissen. So. Jetzt nehme ich meinen Acrylblock. Und zwar stempeln wir jetzt das Geburtstag. So, ups. Ihr seht jetzt hier der Stempel, Fotopolymerstempel, direkt auf den Acrylblock. Und jetzt, da ich so einen kleinen Spot habe, wie färbe ich den Stempel an? Jetzt gehe ich hier von oben, tupfe das ein bisschen drauf. Normalerweise mache ich das umgekehrt, aber bei den kleinen Spots empfiehlt es sich tatsächlich so von oben die Stempel einzutupfen. Dann gucke ich nochmal, wie sieht es aus, aber es sieht gut aus. So. Und jetzt, das ist das Tolle durch diese Acrylblöcke, man kann durchsehen und kann schon mal positionieren. Bei den Fotopolymerstempeln, der erste Stempelabdruck kann ein bisschen daneben gehen, weil die frisch sind. Kollegen empfehlen, dass man immer erst den Stempel nochmal durch die Schrubberbox jagt und reinigt. Sieht das nicht toll aus? Könnt ihr das? Warte mal. Das muss ich euch zeigen. Bevor ich da weiter quassel, ein sehr schöner Abdruck. Auch die Farbe. Das passt echt gut zusammen, muss ich sagen. Also klasse. Durch diese Reinigungsbox zu jagen. Aber der Stempel stellt sich auch ein, wenn man mehrfach so stempelt und ich gucke immer, wie ist es gerade. Also das passt. Und wenn der Stempelabdruck, egal wie oft ich den reinige und mache und tue, nicht sauber ist, ja, dann ist meistens reklamieren. Es sind alles nur Menschen, da kann auch mal was schief gehen. Aber da bis jetzt hatte ich mit Stempeln ab keine Probleme. So, jetzt haben wir das. Ich mache den Stempel auch gleich wieder hier zurück, wo er hingehört. Weil sonst suche ich. Ihr könnt euch auch bei Stampin' Up so Stempelaufbewahrungsboxen kaufen. Blanko und euch dann Schildchen zurechtschneiden. Die sehen so aus. Ich archiviere die später dann für mich. Aber wie ich das archiviere, zeige ich euch auch mal. Aber jetzt geht's, wie gesagt, immer noch hier um die Box. So, zum Geburtstag. Geburtstag haben wir. Jetzt kommt für dich und ich suche gerade schon meinen ersten Stempel. Uiuiui. Wo ist der hingepurzelt? Ich hatte hier eben noch ein Zum liegen. Ich betone das Wort, ich hatte. So, jetzt muss ich mal kurz schauen, was ist hier passiert. Habt ihr es zufällig gesehen, wo ich mein Zum? Mein Zum fürs Geburtstag. Das wird sich gleich wiederfinden. Denn so weit kann es nicht sein. In meinem Kärtchen ist es nicht. Ich suche jetzt gerade mal meinen Stempel. Ich mache kurz zur Pause. Ich bin gleich wieder zurück. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Jetzt müssen wir mal gucken. So. Jetzt machen wir alles wieder ein bisschen hinwaschen. So, also,
Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren hier, da haben wir das Geburtstag gestempelt. Das ist unsere Karte. So, jetzt geben wir wieder die Anleitung. So, da haben wir gesagt, wir bauen jetzt mal oder basteln das Nummer 2. So, und da haben wir jetzt das nächste Schild, was wir stempeln. So, jetzt ist die Frage. Wir machen das zum als allererstes. Hier ist das Stempelkissen. Auch hier gehe ich wieder so vor, dass ich es von oben betupfe, sodass alles schön bedeckt ist. So. Und dann haben wir das zum. So, jetzt darauf achten, dass man es richtig rumstempelt, sonst ist vorbei. So, machen wir es dahin. So, dann haben wir das zum. Jetzt machen wir den Stempel gleich wieder sauber. So. Dann machen wir den gleich wieder weg, sonst muss ich den wieder irgendwie suchen. Übrigens, wo ich den versteckt habe, das war ja witzig. Ich musste extra das Video noch mal durchgucken. Ja, kleiner Zaubertrick, ne? Mit der Stempelbox weg. Genommen. So. Und jetzt stempeln wir noch das für dich. Das machen wir jetzt hier so unten drunter. Ich denke mal, das passt ganz gut mit der Kombi. Aber das sehen wir ja gleich. Und wenn, es ist ja was Besonderes. Wir haben es selbst gemacht. So. Jetzt kommt hier das für dich. Das setzen wir jetzt hier so drunter. Ich hoffe, ihr könnt das alle gut sehen. Aber die fertige Karte halte ich eh gleich nochmal ein bisschen näher vor euch dran. So, das für dich. So. Gleich Stempel sauber machen, sonst vergesse ich das. Es gibt auch Kollegen, die stempeln das immer nur ab und räumen das so weg. Ich habe irgendwie ein besseres Gefühl, wenn ich den gleich sauber mache, damit die Stempel ein bisschen länger halten. Ich meine, die halten eh schon lange, aber jeder so, wie er es für richtig hält. So, gleich wieder auf die Folie zurück. Und jetzt soll hier das Schild aufgeklebt werden. Und das soll gemacht werden mit den Dimensionals. Das habe ich, glaube ich, schon mal erklärt, aber das sind so dickere Aufkleber. Macht man sich einen Pumpen. Da. So. Und auf den Anleitungen steht immer, wo man die auch platzieren soll. Und zum eins hier. Und eins auf die andere Seite. Dann haben wir die zwei. Zack. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ha. Ich habe ja gar nicht geguckt, ob das überhaupt passt. Ich sehe schon, es passt nicht. Jetzt kann man aber, das habe ich schon ausprobiert, mit dem Aufhebhelfer die ganz vorsichtig drunter fahren und den lösen. Und nochmal neu kleben. Man fährt hier ganz vorsichtig runter und löst vorsichtig das Ganze ab, sodass man sich das nicht kaputt macht. So. Vorsichtig runter und dann noch mal ein bisschen weiter nach innen setzen. So, und das machen wir gleich mit dem anderen. Ich glaube, das muss auch ein bisschen weiter nach innen. Aber es geht mit dem Aufhebehelfer wirklich gut, wenn man da ganz vorsichtig drunter fährt und das dann abzieht. Klebeschicht. Also man muss das schon vorsichtig machen. Aber wie gesagt, an sich geht das eigentlich ganz, ganz gut. Dann klebt man den gleich da wieder hin, wo er hin soll. Ein bisschen versetzt. So, jetzt nehme ich hier oben die Trägerfolien ab. Und guck mal, Mann, dass wir das hier wirklich gut platziert kriegen. Guck mal, sieht das nicht cool aus? Ich finde das mega. Jetzt könnte man, vielleicht doch noch ein... Nee, so leicht versetzt finde ich... Hat es was. Seht ihr, ich habe das hier so ein bisschen nach da versetzt. Jetzt drehen wir das Ganze um. Jetzt sollen hier auch nochmal Dimensionals drauf, aber nur 3 Stück. Und zwar eins hier oben an die Spitze. Und dann rechts und links. Ihr müsst gucken, irgendwann entwickelt ihr auch so ein Gefühl, wo die ungefähr hin müssen.
Weil es ist natürlich schade, wenn man nachher viel zu wenig benutzt oder so und man verschickt es per Post, wäre das schade, wenn es dann kaputt ist und alles total wellig. So, jetzt habe ich die aufgesetzt und jetzt zeige ich euch noch einen Trick. Und zwar kann man jetzt hier zum Beispiel mit der Spitze, um diese Trägerfolie abzunehmen, hier kurz reinpieksen und schräg nach oben ziehen und schon ist hier auch die Trägerfolie runter. So. Und hier reinpieksen, schräg hochziehen und fertig. Und jetzt könnt ihr das so ungefähr mittig auf die Karte platzieren. So. Und dann habt ihr hier die zwei und hier oben einmal fest und schon habt ihr hier die fertige Karte. Also, so sieht sie jetzt gebastelt aus. Und hier seht ihr die nochmal auf dem Bild. Fertig gebastelt. Also, ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Karte. Auch mit diesen Ebenen gebastelt. Auf die Idee wäre ich von alleine tatsächlich nicht gekommen. Aber man lernt immer was dazu. Also, sehr, sehr schöne Karte. Das kann man sich hier beschriften. Ihr könnt auch natürlich noch Innenelemente reinstempeln. Ne? Also innen verzieren, so wie ihr es wünscht. Texte reinschreiben. Ihr könnt natürlich auch hier den Umschlag noch schön gestalten. Und jetzt gucken wir mal, ob die Karte auch wirklich reinpasst. Ich finde es auch hier wunderschön mit dem Holz. So, dann schiebt man die Karte hier rein. Schupp. Und schon könnt ihr die verschicken oder zu einem Geschenk dazu machen. Zum Gutschein, was auch immer. Sehr, sehr schön. Ja, also das ist ein Set. Ich setze euch unter dem Video natürlich einen Link, wie ihr da dran kommen könnt. Ihr könnt das bei mir bequem im Shop bestellen. Schaut mal, vielleicht, wenn es das nicht mehr gibt, es gibt auch andere Sets. Ne? Es geht jetzt einfach nur darum, dass ihr mal so seht, wie so ein Set funktioniert. Und wenn es das noch gibt, dann bestellt euch das. Und wenn ihr wollt, bastelt es nach und schickt mir mal ein Foto davon per E-Mail. Was ihr daraus gemacht habt, wenn ihr vielleicht was ganz anderes draus gemacht habt. Ich freue mich immer sehr über sowas. Ja, das war es auch schon für heute. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Also, das war's, euer Flo. Viel Spaß beim Basteln. Bis zum nächsten Mal.